Hey, Kareem Feldman, Johnny Z. Reed, Kickbutt Videomagazin, das Magazin der Megastars. Wie geht es Ihnen, Mann? Kann ich nicht erinnern, ein Interview verabredet zu haben. Verabredet. Haben Sie alle Spontanität verloren? Das ist nicht unser Ding, Kareem, sicher nicht. Hey, wir wollen hier ein tolles Interview über Sie und Ihre Krieger machen. Das ist neu, das ist hip, das ist heiß, das hat Klasse und das nennt man Publicity, Baby. Publicity. Ja. Ihre Einstellung gefällt mir. Dann läuft es, okay? Na los, zeigen Sie mir, was Sie zu bieten haben. Dann fangen wir an. Hier. Sie. Erzählen Sie Ihren Lesern von ihr. Genau das, was die Leute wollen, Kareem. Das Publikum sehen. Das ist doch ganz toll, Baby. Ich habe gehört, Sie haben gestern einen Jungen rausgekickt. Es war ein schrecklicher Unglücksfall. Ja, von denen hat es eine Menge gegeben. Das gibt einem doch zu denken. Ja, das ist richtig. Und ich war immer so stolz darauf, Kriegerin zu sein. Aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Ich brauche mir nicht das Video anzusehen, um zu wissen, was los ist, FX. Sobald ich mit dem Interface an den Hauptcomputer angeschlossen bin, bin ich überall angeschlossen. Ich weiß, Mr. H., aber auf diese Weise kommen Sie mir wie ein Mensch vor. Wenn ich ein Mensch wäre, hätte ich mir das Comeback-Konzert der New Kids on the Block angesehen. Ah, da, der Anschluss hat geklappt. Na, dann fangen wir mal an zu buddeln. Die Menge ist hin und her gerissen zwischen diesen fantastischen Kriegern. Die blonde Bestie zieht die Waffe ihrer Wahl, den kraftvollen, präzisen Magnum-Laser. Hollander benutzt ebenfalls den Magnum-Schlag. Die ersten Salven sind abgefeuert. Hollander gelingt es, die Schüsse von Alexandra einfach abzulenken. Alexandra schlägt ein einhändiges Rad und kann damit knapp Hollanders Feuerstoß entgehen. Kindisch. Ich habe mich nie für Sport interessiert. Hey, Alexandra, pass auf! Jarga, gib's ihm! Hol ihn dir, Baby! Ja, mach ihn fertig! Mach ihn fertig, Alexandra! Aber jetzt muss Alexandra in die Offensive gehen. Wieder einer ihrer berühmten Abroller. Aus der Bewegung heraus feuert sie. Aber Hollander hat seinen ersten Treffer erzielt und noch einen. Alexandra mit Kolb schüttelt die Wirkung dieser verheerenden Schläge ab. Ihre Rüstung ist das Einzige, was sie jetzt rettet, während Hollander seinen Angriff fortsetzt. Sie hat ihren Laser fallen gelassen. Sie ist schutzlos. Was für eine schnelle Wirkung. Die Wirkung hat eingesetzt. Ganz ohne Zweifel. Die messbaren Reaktionen der Lady sind weit unter normal. Hollander hat den Sieg vor Augen. Er nähert sich seiner Beute. Wir haben den Aufstieg dieser schönen Kriegerin verfolgt und es sieht ganz so aus, als würden wir jetzt Zeugen ihres Sturzes werden. Alexandra ist von zwei weiteren Salven getroffen worden. Das reicht, Hollander. Die Frau ist schwer verwundet. Sie kann nicht kämpfen. Das geht auf ihr Konto, Feldman. Alle Kämpfe sind getürkt. Wer ist dieser Mann? Wir sind auf Sendung. Verflucht nochmal!